Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Ach shit, ich hab vergessen die Sekunde. Ah, voll gestartet und direkt die Hälfte vergessen. Was soll denn das? So, Gerse hatte nämlich einen Kommentar geschrieben. Nochmal schön von dir zu hören, Gerse. Immer wieder schön, abends ein paar Folgen zu schauen. Danke dir, dass du nochmal reingeschaut hast. Wobei, klang eher so, als würdest du immer wieder reinschauen. Aber ich verstehe das, ne? Man kann halt nicht immer, wenn man am Fernseher sitzt oder so, Kommentare schreiben. Das ist ja... Geht ja nicht, ne? Aber auf jeden Fall schön, dass du noch am Start bist. Freut mich. Bist ja auch dabei, ne? Bist ja auch hier stark. Ne? Schön mit Avia zusammen. Einer unserer Handwerksspezialisten, Schneider. Wir könnten bald tatsächlich ein Raumschiff bauen. Das ist krass. Ich habe es noch nie gemacht. Aber ich würde eigentlich so gern langsam mal einstimmen. Aber seit dem Blutregen habe ich ein bisschen Schiss. Wir müssen auf jeden Fall die Fallen erstmal noch aufbauen und hier die Verteidigung. So, hier den die Kotze wollten wir ja bekehren und dann sagen wir mal wie soll ich jetzt sagen? Er wollte doch einer von uns werden. Er wird schon rekrutiert? Achso, er ist schon bekehrt. Ich wollte gerade nochmal helfen. So, Sniper Reno ist wieder aufgeladen. Ja, wir können dann Kotze Reno hier auch zu einem Mechanitor machen. Wobei ich ein bisschen Schiss habe, weil er ist halt, wie soll ich sagen, ein Berserker. Mir wäre lieber, wenn ein Soldat Mechanitor wäre. Weil der Berserker ist natürlich an Frontline. Und wenn der Berserker stirbt, dann drehen hier die Bots durch. Und dann habe ich nachher ein größeres Problem, als wenn ich die Bots gar nicht dabei hätte. Schön, dass es mal Stoff gibt. So, Bambi ist auch schön am Bohren. Es wurde noch gar keine andere Ressourcenquelle außer das Silber da gefunden. Das überrascht mich tatsächlich ein bisschen. Ach so, das ist, weil ich ja alleine am Forschen bin, ne? Wir sind ja gar nicht mehr zu zweit. Pascal, du musst leider noch mal losziehen. Ich weiß, ist kacke, ne? Aber was sollen wir machen? Auf geht's. Ach so, wir hatten hier die ganzen Bäume in Auftrag gegeben. Ja.
So viel Geld. Umschalt. Ach, wir machen es einfach so wie... Ich weiß, ich hatte da mal einen Befehl, wo ich alle von demselben... Ich weiß aber nicht mehr genau, wie das war. Ich weiß, wenn ich hier irgendwie... Jetzt habe ich hier keinen Ready-Baum. Rechtsklick. Vollreife Pflanzen auf der Karte. Vollreife Pflanzen im Heimatgebiet. Gefängnisausbruch, das gefällt mir aber gar nicht. Oh shit. Wir haben die Kotze verloren. Kondul hat wie immer überlebt. Aber den wir rekrutieren wollten, er hat es leider nicht geschafft. Das ist schade. Ich meine, wir brauchen sowieso noch einen Chip, aber ich habe die Hoffnung, dass wir hier einen Chip bekommen. Ich würde das gerne auch mal nutzen. Ich meine, unsere Verteidigungsfallen sind wieder ready. Ich würde nämlich gern wissen, ob wir hier nochmal einen Mechanitor-Chip bekommen. Das ist auf jeden Fall ein Transponder. Wenn wir Pech haben, kommt dann ein ganzer Hive, der uns angreift. Ich meine, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Aber vielleicht sollten wir warten, bis das hier ready ist, weil wenn die nachher wirklich durchbrechen und ich muss mich zurückziehen, weil wir haben keine Verteidigungslinie an Türmen, wir haben einen Turm. Gersa ist schwanger. Das gibt's ja nicht. Jo, wir müssen mal ein paar Steine, kloppen. Brauchst du noch mal ein bisschen Stoff? Da wird jetzt das ganze Planstall wieder aufgebraucht. Wie wär's sonst erstmal doch mit Schmelzen? Was fehlt? Ein Planstall und Bauteile. Bauteile haben wir. Planstall fehlt.
Ich tue den Plasch da mal über den Stahl. Habe ich hier eine keine Dachzone? Nee. Dann warten die wirklich tatsächlich hier auf den Stoff. Aber da liegt jetzt Stoff. Lau, was machst du mit dem Stoff? Da einlagern, okay. Pascal, bist du schon da? Ja, kann man so gut sagen. War er noch zu nah? Warte, ich hab doch hier Giftmüllradar an, ne? Nee, er konnte uns zwar direkt joinen, aber er hat den Giftmüll nicht bei uns abgeladen. Glück gehabt. Wir riskieren es jetzt einfach. Was soll passieren? Wir machen auch erstmal hier die anderen platt. Okay. Ich hab gehofft, wir kriegen da bessere Ressourcen raus. Blau wird immer zielsicherer. Jeder Schuss trifft mittlerweile. Eben hat er noch ein bisschen mal daneben geballert. Okay, vielleicht sollten wir noch mal pausieren vorher. Damit die sich nochmal ausruhen können. Es hat doch ein bisschen länger gedauert, das zu zerstören. Oh shit! So, den Mac-Transponder, den müssen wir uns schnappen. Was kann der denn machen, der Mac-Transponder? Ach so, warte, Sekunde. Den kann ich entschlüsseln. Aber warte, der Ghoul kann die doch weiter platt machen. Der Ghoul, dem ist das doch alles egal. Hier, du machst die weiter platt.
So, den Mac-Transponder, den werden wir mal entschlüsseln. Das antike Shuttle. So. Du hast einen antiken Transponder entschlüsselt und damit die Position eines Mechanodroidenschiffs im Orbit geortet. Das Schiff ist schwer beschädigt. Aber du kannst per Signal dazu bringen, in der Nähe zu landen. Das Schiff enthält die sterblichen Überreste eines Mechanitors. Mechanitor können arbeitenden Kampfmechanodroiden erschaffen. Und kontrolliert, wenn du den Mac-Link aus dem Leichnam des Mechanitors extrahiert, kannst du einen deiner Kolonisten zum Mechanitor machen. Aber Vorsicht, auf dem Schiff befinden sich in feindliche Mechanodriden. Besteht aus 5 Abfuck-Clan und 13 Militors. Den nehmen wir an. So, Tagelöhner. 9 Tage für Glitzerweltmedizin. Wie viele? Einen. Für die Glitzermedizin machen wir das. Ach, das ist sogar bei uns auf der Karte. Okay, wir machen es jetzt ganz einfach. Die Mechanitoren greifen an. Alle Mann auf Position. Jo. Eskortieren. Bloody betritt das Shuttle. Die Abfackler machen mir ein bisschen Sorgen. Bambi und Michi können weitermachen. Es sind jetzt hier nur noch ein paar Militors durch. Ich glaube, alle Abfackler sind tot. Ja, alle Abfackler sind tot. Das heißt, die rücken ein bisschen vor. Gute Arbeit. So, alle auf unbegrenzt setzen und das Feuer löschen. Ein Mac-Link ist verfügbar. So, kann ich den extrahieren? Kann ich den Mac-Link aus dem Körper entfernen, wenn einer den jetzt reintut?
Nee, sieht nicht so aus. Weil ich würde den Mac-Link gerne lagern. Prolet, extrahiere bitte mal den Mac-Link. Okay, man kann ihn lagern. Ich hatte Sorge, der ballert sich den direkt rein. So, das heißt, wir hätten schon mal einen Mac-Link vorrätig. Am besten ein Soldat, der auch Handwerk kann. Ich meine, Jo hat theoretisch ein bisschen was auf Fernkampf, ne? Wer ist noch Arzt? Colette ist auch Arzt. Super immun. Prolet, beeil dich, das Feuer nähert sich. Oh, er ist schon wach. Das Superimmun, das würde ich gerne extrahieren. Aber geht nicht, ich kann ja nur hieraus extrahieren. Du solltest da weggehen, der Boden brennt. Ich glaube, es wäre besser für dich gewesen, wenn du dich von uns hättest retten lassen. Wow. Damit du umfällst, damit Prolet den Weg jetzt zweimal rennen darf. Und dir noch Verbrennungen zuziehst. Das hast du toll gemacht. Ich glaube, Max wäre in dem Fall besser gewesen. Es regnet, aber es hört trotzdem nicht auf, der zu verbrennen. Klar. Ja, hast du doch liegen geblieben. Ich weiß, ich hätte ihn auch weiter dahin schicken können, weil ich auch klar war, dass er sich wieder hinlegt. So, Jo, wie sieht's aus? Okay, du zerlegst schon Mechanodroiden. Gut. Gerser, wie sieht's aus? Du stellst Medizin her. Brauchen wir Medizin? Ja, das ist einfach überglücklich. Wie wär's, wenn du was essen würdest? Und dann mal kurz einen abseilen lässt. Und danach
schmelzen. Wir brauchen Plastahl. Oh, du kannst übrigens wieder aufladen gehen, Sniperino. So, können wir uns mal einen Supersoldaten, der auch Handwerk kann, entführen? Ansonsten müssen wir Prolet nehmen. Ich meine, es ist nicht zwingend, dass der Handwerk kann, aber wenn der Handwerk hat und wir dem Handwerk geben, dann macht er das selbstständig und wir müssen ihm nicht, sagen wir mal, das befehlen. Das wäre doch schon vorteilhaft. Hier sind noch Fallen, die gebaut werden müssen. Okay, die Türme sind auf jeden Fall wieder da. Die Zusatztürme sind auch in Planung. Dass Jo diese Speerrüstung nicht anzieht. Er ist halt lieber Fan der Schutzjacke. Wer leidet Hunger? Gersa? Forschung abgeschlossen, Blutregen. Nice. Oh, der biomische Arm, nice. Da wird sich Pascal freuen. Wir könnten, glaube ich, nochmal einen Diabolos rufen, oder? Oder sollten wir warten, bis diese Verteidigung steht, wieder die Fallen? Also ein Riesenfail wäre es, wenn er von hier kommen würde oder so. Solange der von links kommt, haben wir unsere, ist das unsere größte Chance. Sollte der von den anderen Seiten kommen, ist das nicht geil. Thank you.
Ich überlege, ob ich so kleine Mini-Turrets zur Ablenkung noch bauen soll. Ich meine, die könntest du nur auch hier runterballern. Riesenschwachstelle ist noch hier, ne? Aber bis jetzt kam hier noch gar nichts. Wobei, ein Ghoul ist, glaube ich, hier durchgekommen. Der ist aber nicht hier, sondern dadurch. Müssen unbedingt die Verteidigung erhöhen. Ist hier Party? Habe ich eine Party nicht mitgekriegt? Oh, Hochzeitszeremonie fängt an. Zwischen Avia und Gersa. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Wird langsam Zeit, dass Daniel H. dann mal alt genug wird. Jetzt muss ich noch eine neue Krippe bauen. Und dann würde ich sagen, war es das auch für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.